Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zurück zu Star Wars Jedi Fallen Order. Ja, wir stehen jetzt hier vor dem großen Finale des Spiels und ja, wir müssen jetzt hier das Holocron finden und ja, es wird auf jeden Fall nicht so einfach, ja, denn wir sind ja hier in der Inquisitorenfestung. Deswegen, ja, ich kann mich schon mal darauf einstellen, auf einige Herausforderungen, denke ich mal noch. So. Jetzt sind auch mal die hier dran. Zack. Jawohl. Schön weggemacht, die beiden Herren. Ja, und hier kommen ganz schön viele Waffen. Aber ist ja auch klar, ja, da das denen ihre Festung ist. Wow. Lauf nur, du wirst Deckung. Nicht überleben. Wir warten erstmal ganz kurz hier, bis der eine herkommt. Dann machen wir den erstmal weg. Weil ich habe keine Lust, gegen den zu kämpfen und nebenbei noch von den ganzen Minigun-Schützen dorthin beschossen zu werden. Kann nur das. Das ist ein Jedi? Jetzt holt dich der Tod. Zack, na los. Komm her. Ah, er will es wissen. Jawohl, das war's für ihn. Los, Sturmangriff. Alter, da machen die einfach die Tür zu. Gut, dann müssen wir wohl einen anderen Weg finden. Tag schon alle miteinander. Ich brauche eine Minute. Plötzliche Bewegung nicht vorhergesehen. Sieh, der Bereich ist sicher, aber das Imperium hat mich eingesperrt. Eine Idee? Kerl, such einen Kontrollraum. Ich habe einen Plan. Ich glaube, ich bin in einem. Ja, und wir müssten dieses Ding hier irgendwie bewegen. Moment. Jetzt muss das mal hier rüber, würde ich meinen. So. Nein, nein, nein. Nicht in die Richtung wieder fahren. Das Ding hier oben. Müssen wir komplett hier mit uns mitbewegen am besten. Mit hier rüber. Jetzt halten wir das an. Nehmen das Ding hier und stecken es rein. Oh, sieh mal bitte. Wow. Das hat was bewirkt. Sehen wir es uns an. Sieht gut aus. Die Schilde der äußeren Festungsbereiche sind deaktiviert. Flute die Basis und schwimm zum Festungskern. Ein tollkühner Plan. Wir treffen uns drin. Viel Glück. Okay, gehen wir, BD. Danke. Der Teil sieht schwach aus. Glück können wir gebrauchen. So. Hier müsste ich einmal hoch. Moment. Auf das Rohr. Und von hier aus springen. Moment. Kann ich das Feuer hier vielleicht löschen? Nee, klappt nicht. Na, wir wollen ja hier hoch. Moment, ich muss mal ganz kurz hier gucken. Weil hier unten kann ich ja nicht lang tauchen, leider. Aber hier. Da drüben können wir gleich wahrscheinlich lang. Ich muss noch mal ganz kurz hier hoch. Ja, das hier nämlich öffnen. Komm. Eine Runde schwimmen, bitte. So, sehr schön. Jetzt ist das Feuer dort aus und jetzt kann ich hier lang. Super. Soweit, so gut. Und das PD? Auch hier lang. Das ist hier eine Sackgasse. Ja, hier heißt Sackgasse, mein Freund. Dann machen wir hier raus. Trotzdem war es nicht schlecht, dorthin kurz geschwommen zu sein in die Sackgasse. Ja, denn wer weiß, hätte auch sein können, dass dort vielleicht noch ein Sammelobjekt ist oder so. So. Machen wir mal weiter hier.
Hey, was haben wir da unten? Das ist was zum Scannen. Danke, BD. Gut, und weiter. Da vorne ist die Hauptbasis. Und der Hauptkomplex von der Festung. Da müssen wir rein. So, die heben wir mal an. Vielleicht kann ich die hier vorne gebrauchen. Nein, leider nicht. Aber wir setzen uns mal ganz kurz hier hin, einfach um hier kurz abzuspeichern. Und da wir ja einen Verbesserungspunkt jetzt gerade haben, gucken wir mal, können wir irgendwas hier holen? Nee, alle Verbesserungen, die wir hier noch so übrig haben, kosten alle 2 oder 3 Punkte. Okay, gut. Halt, Moment, ich wollte mich noch ausruhen. Ich habe jetzt hier nur gespeichert und nicht noch mit dazu mich mal ausgeruht. So, jetzt habe ich es aber. Sehr schön. Dann ist jetzt unsere Gesundheit wieder voll. Sehr schön. Nähere mich. Bewegung bestätigen. Hey Jungs! Ich gehe bei dieser Verfolgung voraus. Wo? Oh. Da oben sind Dudes mit Miniguns. Komm, bring mir den. Ich brauche eine Sekunde. Du kommst hier nicht lebend weg. Ja, das ist wohl eher auf dich bezogen, Kollege. Du kommst hier nicht lebend weg. Zack, weg ist er. BD, wir müssen hier irgendwie durch. Gut, BD hat das jetzt gehackt, das Ganze dort. Dort können wir jetzt lang. Ich will aber noch mal ganz hoch gucken. Ist hier noch irgendwas Spannendes? Das Dojo im Jedi-Tempel. Aber falsch. Verdorben. Okay, die Bösen trainieren dort drüben. So. Jetzt haben wir dann natürlich ein bisschen die Plattform verändert. Okay. Und jetzt bewegen wir uns mal da drüber. Los geht's. Und ja. Ja, so ist gut. Und rein mit dir in die Kurve. Sehr schön. Ich werde dich in Streifen schneiden. Ja, dann schneide du mal los. Ich glaube, das wirst du wohl kaum hinkriegen. Du kannst es ja mal versuchen. Zack. Ja, kommt, ich will dich noch mit in die Tube hauen. Aber dem klappt das gerade nicht so gut. So, dann habe ich ihn jetzt einfach ganz normal ausgeschaltet. Trete zurück, ich krieg das hin. Hey, hier rauf! Er flieht! Oh. Er ist unterwegs! Immer drauf, weiterfeuern! Wir werden problemlos gewinnen. So, sehr gut. Los, mein neuer Verbündeter, mach ihn weg. Ja, los, hau ihn weg. Verräter, gehen wir's an. Irgendwie dauert das lange. Ergib dich! Ja, er hat eindeutig zu lange gebraucht hier. Tag schon, ihr beiden. Weg mit euch. Ja, soll ich einander abknallen lassen? Dieser Sturzrutscher, er ist tot. Du kannst uns nicht überwältigen. Doch nicht alle tot sein. Oder doch? Mal sehen, wie viel kommen hier noch. War noch nicht alles. Stimmt.
Ich bin verwundet. So, schließ dich mal mir an. Zack. Diese Tür bewegt sich nicht. Haben wir noch mehr? Ja. Wow. Okay, Moment. Die mit den Raketenwerfern. Nicht nützlich. Lassen Sie mal auf Ihre eigenen Leute schießen. Los. Haha, schön. Wir werden alle Verräter auslöschen. Oh, meine Güte, die beiden sind hartnäckig. Ja, mehr Energie! Ja, ja! In die Stellung! Jawohl, einer weg von beiden. Und jetzt sind beide weg. Ja, jetzt zum Ende hin war der Kampf schon anstrengend, muss man schon sagen. So, lass nur kurz Gesundheit regenerieren hier. Halt und Moment, da wir noch einen neuen Fähigkeitspunkt jetzt gerade hier erhalten haben, können wir uns direkt sogar nochmal eine Verbesserung holen. So, machen wir selbstverständlich auch. Mal sehen, was nehmen wir denn da mal? Was nehmen wir denn da mal hier? Nehmen wir das. Mit Gruppen verlangsamen. Hier. Da können wir so eine ganze Truppe langsamer machen. Ja, das ist nicht schlecht. Vor allem jetzt gerade hier. Weil jetzt im Moment kommen ja ganz schön große Drops hier. Immer noch ein eine verschlossene Tür für dich. Du hast das. Ho, ho, ho. Hier sind ganz schön viele. So, lass mal schön die Schüsse zurück lenken hier. Jawoll, wir schlagen sie mit ihren eigenen Waffen. Los, schießt noch ein bisschen weiter auf mich. Nächsten bitte. Das war der letzte. Hell, ich bin super. In der Nähe, aber hinter einer Panzertür. Da muss eine Konsole sein. Ja, ich sehe die Konsole schon. Da ist sie. Hab sie. Das war beeindruckend. Wie fühlt ihr euch? Sorg dich nicht um mich. Wir haben eine Aufgabe. Aber... es tut gut, diesen Ort zu zerstören. Hier hielten sie uns gefangen. Ich wünschte nur, wir könnten noch jemanden retten. Tut mir leid, dass wir herkommen mussten. Mir auch, aber wir hatten nicht wirklich eine Wahl, oder? Ja, verstehe. Gehen wir weiter. Ja, bringen wir es hinter uns. Eine Spur von Thriller? Nein, noch nicht. Das Holocron wird in der Verhörkammer aufbewahrt. Das ist der sicherste Ort in der ganzen Festung. Ich öffne den Weg zum Holocron. Geh zum Holocron. Ich lenke die Verstärkung ab und stoße dann zu dir. Könnte ein Turbolift sein. Damit kommen wir hier raus. Gut, dann aktivieren wir ihn mal. Jetzt können wir hier rüber. Und das sieht echt erstaunlich gerade. BD1. Wir drin aus. Ist ein echter Freund. Und ja, das ist er wirklich. Was habe ich noch nie gesehen. Fortschrittlich, selbst für das Imperium. So, jetzt müssen wir mal gucken, wie kommen wir denn hier rüber? BD, wir können ja nicht rein zufällig irgendwas anschalten oder so. Ah doch, ja hier. So.
Sehr gut. Jetzt können wir hier rüber. Hier nochmal speichern. Moment, scannen erstmal. Wir haben sie gebrochen. Und interessant, hier hatten die also ihre Verhörkammer. Und auf die dunkle Seite gebracht. Die ist nicht mehr lange verschlossen. Super, Kumpel. Du hast sehr viel durchgemacht und musstest großes Leid erfahren. Es ist nicht zu spät aufzuhören. Aufhören? Der Schmerz hat mich nur stärker gemacht. Ich wusste, dass du zurückkommst. Kein Danke. Du wirst niemals lebend von hier wegkommen. Ganz schlecht gezielt. Vorhersehbar. Ich muss das tun. Es ist vorbei, Trilla. Nichts ist jemals wirklich vorbei. Der Kampf ist beendet. Ich kenne diese Dunkelheit in dir. Sie frisst dich auf. Jeden Tag entscheiden wir, ob wir sie weiter nähren oder bekämpfen. Es ist zu spät, Seer. Nein. Ist es nicht? Ich weiß, dass meine Entscheidungen dir all deine geraubt haben. Ich hab dich im Stich gelassen, Triller. Ich bin schuld. Und das tut mir unendlich leid. Seer, ich hab dich so sehr gehasst.
hab versagt, Inquisitorin. Rächt uns! Es wäre klüger, sich zu ergeben. Ja. Wahrscheinlich. So ein krasser Auftritt vor dem hier gerade. Übergib das Holocron. Das gebe ich euch nie. Abwarten. Ihr werdet die Kinder nie bekommen. So viel Hass. Aus dir wäre eine exzellente Inquisitorin geworden. Sie ist stärker als das. Nein, nein! Ja. Stark mit der dunklen Seite. Seer. Ich kann sie in dir spüren. Seer. Hey, hör mir zu. Ihr habt noch eine Wahl. Kleiner! Kerl!
Ziel. Ihr geht's gut. Ihr geht's gut. Ja. Du auch. Geschafft, Kleiner. Wirklich? Geschafft. Pass bloß auf, Kerl. Wo sind sie? Ja, da draußen sind sie. Oh, warte, halt, Moment. Verzeihung. Das warst du im Wasser, nicht wahr? Zum Glück bist du okay. Er war die ganze Zeit bei dir. Danke. Hey. Hey. Und was jetzt? Tja, Captain. Ich brauche Ihr Schiff nicht mehr. Ihr Vertrag wurde erfüllt. Danke, Grease. Also, wenn sie nichts ausmacht, habe ich mir gedacht, dass ich vielleicht noch bleibe und sie an ihr nächstes Ziel bringe. Außerdem sieht der Kleine zu mir auf. Was ist damit? Es hilft uns, den Orden der Jedi wieder aufzubauen. Die nächste Generation der Jedi. Das Imperium wird sie jagen. Genauso wie sie uns jagen. Das Leben aller Kinder auf dieser Liste wird für alle Zeit verändert werden. Aber nicht durch uns. Ihr Schicksal sollte der Macht anvertraut werden. Wohin jetzt? Tja, wohin es als nächstes geht, das werden wir dann erfahren im Nachfolger, der jetzt bald erscheint. Ja? Damit haben wir jetzt Star Wars Jedi Fallen Order beendet. Hat riesig Spaß gemacht, das Spiel mit euch gemeinsam zu erleben hier. Ich hoffe, ihr hattet Spaß am Let's Play. Ja. Waren nicht allzu viele Folgen. Ja. Dafür alle Folgen größtenteils sehr lang gehalten. Ja. Ich hoffe, das Projekt hat euch gefallen so. Ja. Lasst doch gerne mal Feedback da, ob ihr lieber kürzere Videos wollt, so 30 Minuten oder lieber 50 bis 60 Minuten Videos. Und ja, hab Bock auf den Nachfolger auf jeden Fall. Den wird es natürlich ab Release auf dem Kanal hier geben. Vielleicht sogar einen Tag schon früher. Und sowieso, jetzt im Jahr 2023 könnt ihr euch darauf einstellen auf viele neue Projekte. Es kommt wirklich sehr viel an neuen Spielen. Es geht auch schon so Mitte Januar los mit den nächsten neuen Titeln. Ich habe mir aber auch vorgenommen, ja, ich möchte es jetzt immer gerne auf dem Kanal so beibehalten, wie seit der God of War Zeit. Ja, also damit meine ich im Prinzip, neue Spiele werden jetzt immer auf dem Kanal kommen, wie damals, so einen Tag meistens vor Release oder ab Release. Ja. Und parallel werden aber jetzt immer noch ältere Titel laufen. Ja, also ich möchte einfach mehr Content bringen. Sowieso ist das so ein Vorhaben von mir in diesem Jahr. Ich möchte dieses Jahr mehr aktiv werden auf YouTube. Und ja, das war's jetzt auf jeden Fall. Lasst gerne zum Abschluss nochmal einen Daumen nach oben da. Und ja, schreibt mir auch gerne einen Kommentar. Und dann bis zum nächsten Projekt. Und apropos nächstes Projekt. Ich muss gestehen, durch Jedi Fallen Order habe ich irgendwie Lust bekommen auf Star Wars Sachen. Deswegen, ich weiß nicht was, aber ich weiß, dass ich noch Lust habe noch auf ein weiteres Star Wars Spiel, deswegen irgendwas werde ich da vielleicht auch noch auskramen, was wir jetzt auch noch demnächst vielleicht noch hier starten auf dem Kanal. Vielleicht irgendein ganz altes Star Wars Spiel, mal sehen. Lasst euch da auch mal überraschen. Das war's aber jetzt wirklich. Euch noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Projekt. Tschüssi!